David ist mit einer 5 Meter langen Kette aus gehärtetem Stahl gefesselt. Die Kette wird durch an den Tisch geschweißte Ringe geführt, dann wird sie mit Schlössern am Boden verankert. Beinschellen sind gesichert. Die Stahlkette ist am Boden verankert. Die Handschellen sind geschlossen. Sobald der Brenner anfängt, das Seil durchzubrennen, befindet er sich in einem Wettlauf mit dem Tod, 90 Sekunden lang.